knackenvoll. Herzlich willkommen im, ja, in den Türmen von Hochwart, ja, hoch im Norden Schottlands quasi. Leider ist der Oberschotte, unser Kämmerer, noch im Urlaub, ne? Aber ich freue mich sehr, dass ihr alle gekommen seid. Ich will mal kurz sagen, wer alles gekommen ist, weil manch einer das ja gar nicht so mitbekommen hat. Also, wie immer bin ich bei der Verteidigung des Rathauses unterstützt worden durch Ratsfrauen und Ratsherren des Stadtrates. Ja, herzlichen Dank euch allen. Leider, wir waren so stark wie in keinem Jahr. Wir wurden sogar unterstützt durch unsere neue Baudezernentin Andrea Baudek. Die kommt ja aus Oberhausen, da ist der Karneval ja zu Hause, ne? Und ja, auch in Oberhausen. Und doch, und sie hat uns auch unterstützt, aber die Übermacht des Narrenvolkes, das war einfach nicht zu brechen. Ja, wir konnten nicht widerstehen, also insofern seid alle herzlich willkommen. Ich werde euch alle nacheinander nachher nach vorne bitten, ihr kriegt auch, ja, ihr kriegt alle einen tollen Orden. Und ich muss euch sagen, also bei dem Orden, da haben wir uns mächtig ins Zeug gelegt dieses Jahr. Der ist richtig, richtig klasse und den werden wir verteilen. Ich darf also zuallererst begrüßen, als Vertreter der Maler Karnevalsvereine, die große Karnevalsgesellschaft, die Sternburger. Hello! Die Freunde des rheinischen Karnevals, Colonia, Alarm! Vertreter von Lenkstebiek aus Lenkerbeck. Hello! Mit großem Anhang gekommen das Dreigestirn San Franciscos. Hello! Dann ja, gibt es ja eine wunderbare Truppe. Jedes Jahr erfreuen sie uns mit ihren Kostümen. Das, diesmal sind sie als Bienchen gekommen, nehme ich an. Ich habe sie für BVB-Fans gehalten. Ne? Aber das sind Bienchen. Das ist die Gruppe um Astrid Koop. Man erkennt sie kaum. Ne? Die wichtigste Frau in der Maler-CDU. Hello! Und, habe ich noch jemanden vergessen? Nein, also die Sternburger haben natürlich auch zwei ganz wichtige Gruppen dabei. Zum einen unsere Tanzgarde, die nachher auch nochmal für uns tanzen wird. Herzlich willkommen, liebe Tanzgarde. Genau. Und einer der besten Karnevalssänger der Region, also in Mahl mindestens, in Emscher-Lippe auch, im Ruhrgebiet auch, im Rheinland hat er ein paar, die ihm das Wasser so eben reichen können. Christian Stojek wird für uns singen. Ja, da freuen sich alle Damen jetzt schon drauf, das ist ja klar. Ne? So, und zu allerletzt, ein alter Bekannter ist wieder bei uns, DJ Günni macht die Musik. Und wenn wir ihn sehr herzlich bitten, dann wird er uns vielleicht auch ja, ein Potpourri seiner erfolgreichsten Top 10 Songs präsentieren. Schauen wir mal. Herzlich willkommen, dass ihr beide auch wieder dabei seid, freut uns natürlich sehr. Genau. Und mein letzter Gruß geht an die fleißigen Helferinnen und Helfer. Da sind Leute an der Theke, die sorgen dafür, dass ihr nicht verdurstet und verhungert. Auch die ein herzliches Willkommen, ein herzliches Hello. Wir hören jetzt noch ein, zwei Lieder und schunkeln uns ein bisschen warm. Und dann gehen wir mal zu unserem kleinen, unabgesprochenen Programm über. Hello, Allah und willkommen, feiert schön!